Warum kann ich das Geld nicht ausgeben, wenn ich es doch habe? Es ist ja vorhanden. Warum kann ich nicht einfach etwas kaufen damit? Ja, das sind so Fragen, mit denen ihr jeweils auf mich zukommt. Ich probiere euch das natürlich auch zu beantworten. Und heute was Kleines dazu mit dem Glücksfaktor. Was heißt das? Vor allem dieser Satz, viele kommen dann und sagen, ja, ich gönne mir ja sonst nicht. Aber Nadja, das darf ich mir doch jetzt gönnen. Ja, du darfst es dir gönnen. Nur die Glücksforscher haben wirklich herausgefunden, auch wenn du ein ganz teures Auto kaufst, die haben einen Porsche oder Ferrari oder ich weiß nicht genau welche Marke, dass nach 2 Wochen dieses Glücksgefühl, weil du dir was gegönnt hast, also das ist natürlich jetzt in einem höheren Maße, Level, aber die verdienen ja dann mehr und die haben mehr Geld zur Verfügung und kaufen sich ein teures Auto. Nach 2 Wochen ist das tolle Glücksgefühl weg. Und genau das passiert auch bei uns im Alltag, wenn ich meine, ich gönne mir ja nur was. Ich gönne mir was Kurzes und Kleines dort und dort und dort. Und das summiert sich alles. Und irgendwann fragst du dich dann doch wieder, war das jetzt gut? Hätte ich jetzt nicht besser doch das Geld für etwas anderes ausgegeben, auf die Seite gelegt? Dann packen uns Schuldgefühle. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oder du machst einen neuen Vertrag, du hast das Geld nicht beisammen für einen neuen Fernseher oder für ein neues Produkt oder Computer, das du gerne hättest. Du machst einen Vertrag auf Rate. Bist völlig im Glücksgefühl und denkst, jawohl, jawohl, jetzt habe ich es. Dann gehst du nach Hause, arbeitest am neuen Computer, Laptop und da kommt plötzlich dieses Gefühl hoch. War das jetzt sinnvoll, weil du jetzt für die nächsten 1-2 Jahre Raten bezahlen musst? Oder du kaufst dir eine Uhr und hast einfach kurz, ja, das war so ein Impuls, du, schöne Ohrringe, eine schöne Uhr, eine schöne Kette, jawohl, das gönne ich mir jetzt. Dieses Gefühl ist einfach nicht nachhaltig. Du wirst in 2 Wochen wieder etwas Neues kaufen, damit du dieses Hochgefühl, dieses Glücksgefühl hochhalten kannst. Und genau so verprasst du wahnsinnig viel Geld. Daher der Tipp wieder zurück zu den Basics. Zu der ultimativen, guten, grandiosen Strategie. As usual, wie immer, spare. Spare für das, was du möchtest und du wirst danach viel längeres Glücksgefühl haben, als wenn du das spontan kaufst mit Geld, das du eigentlich nicht vorhanden hast. Oder du hast zwar das Geld, aber du weißt, du müsstest eigentlich mit diesem Geld zum Beispiel die Heizung renovieren, eure Fenster kaufen. Irgendetwas, was halt teurer ist oder was gemacht werden muss, aber dir natürlich nicht so viel Freude bereitet. Oder zum Zahnarzt. Oder einfach, ja, oder wieder mal eine Kontrolle oder anderweitig. Ja, für das muss man ja auch das Geld ausgeben. Also nochmals, wenn du dir wirklich was leisten möchtest, wenn du dir was gönnen möchtest, um ein Glücksgefühl zu bekommen, dann spare einfach darauf hin. Ob das jetzt für Ferien sind, Auto, Computer, Reisen, egal was. Ich weiß nicht, du kennst das garantiert. Wenn du mal auf etwas gespart hast, wie lange, dass man dann Freude daran hat. Ich habe ein neues Auto, also altes neues Auto, Occasion-Auto, und ich habe so Freude daran. Jedes Mal, wenn ich einsteige, ist einfach für mich ein wirkliches Glücksgefühl. Aber ich muss mich nicht schuldig fühlen, weil ich habe darauf gespart, ich habe das Geld extra zur Seite gelegt, dass wenn ich dann mal ein neues Auto benötige, habe ich das Geld vorhanden und dann kann ich das mit gutem Gewissen ausgeben, weil ich ja weiß, ich bespare trotzdem weiter, ich habe das Geld zur Verfügung oder auf der Seite für dies, für jenes, für das ist alles organisiert. Und das gibt einem ein ganz anderes Gefühl. Und dann kaufe ich auch nicht einfach eine Uhr aus dem Moment heraus, wo ich danach bedauere, wo ich denke, das war jetzt nicht so sinnvoll. Wenn ich dann aber darauf spare und mir sage, okay, ich lege jedes Mal diese 2, 3, 5 Euro auf die Seite und dann summiert sich das und irgendwann habe ich den Betrag für eine neue Uhr zusammen, dann wirst du garantiert wahnsinnig viel Freude daran haben und auch lange daran haben. Dasselbe auch, lerne das den Kindern. Kauf ihnen nicht sofort irgendetwas, sondern sie sollen lernen, darauf hinzusparen. Eben genau deswegen, wegen diesem Glücksgefühl. Es geht nicht immer einfach nur um Sparen und geizig sein. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass du dich im Griff hast mit deinen Gefühlen, dass du nicht in diese Konsumschuldenfalle trappst, weil du dieses Gefühl wieder haben möchtest und mehr kaufst, nur um dieses Hochgefühl zu bekommen. Wenn du darauf sparst, wirst du das auch bekommen, dieses Gefühl.
Und das Beste daran, dieses Gefühl, wir bleiben viel länger. Schreib mir, komm, ich bin echt gespannt, ob du das schon mal erlebt hast, ob du das kennst mit Dingen von deiner Kindheit her, wenn du leiden musstest oder du musstest arbeiten gehen in den Ferien, damit du dir dieses Moped zum Beispiel, mein erstes Moped musste ich mir doch auch selbst bezahlen. Ich ging Karotten aus der Erde ernten. Das war immer so ein, zwei, drei Wochen in den Herbstferien und so haben wir dann die 2,50 Franken pro Haras bekommen. Das hat sich dann auch summiert. Klar ist das nicht viel, aber es summiert sich und ich konnte am Ende mein Moped kaufen, meinen Poch. Und das bleibt deinen. Hätte man mir den einfach geschenkt, ich glaube, dieses Gefühl von Glücksgefühl, das wäre nicht lange da gewesen. Wir hätten wahrscheinlich sehr schnell wieder gesagt, ach, das ist gar nicht das, was ich eigentlich wollte, ich hätte dich doch lieber das. Aber wenn ich sparen muss, muss ich auch besser überlegen, wohin will ich mit dem Geld? Also ich bin gespannt, ob du das kennst, ob das von deiner Kindheit auch mal so gewesen ist, dass du für etwas sparen musstest, dass du nachher wirklich sehr lange an dem ziehen konntest, an diesen Gefühlen. Und ja, das finde ich wunderbar und ich freue mich auf deine Geschichte. Schreib sie doch unten hin oder schreib mir, wie das bei dir so gegangen ist und wie du das jetzt mit deinen Kindern machst. Bis dann wieder. Tschüss!